Aber es hat auch noch keine Gelegenheit, mir eine Begrüßung auszudenken. Hallo Leute, willkommen zurück zu Go Vacation. Ja, in der letzten Folge haben wir das Seeresort nicht hundertprozentig erkundet, aber erstmal Ausreichend. ausreichend. Und ja, es geht weiter ins Stadtresort. Skaten! Und Inlinen. Cringe. Ich will Tony Hawk spielen und nicht Jet Set Radio. Sprungplattform auslassen. Ja. Wir haben gerade ein bisschen Dark Souls gespielt. Und ja, jetzt sind wir. Hast einen Gegner gekillt. Ja. La Vacanza. Skatepark, da sehe ich mich gleich auf jeden Fall. Yggdrasil. Oh Ja, Gott. total. Alles klar. Nordische Mythologie, einfach mal so. Ja, Max, willkommen im Stadtresort, nicht Strand. Hier findest du alle möglichen Freizeitaktivitäten inklusive Motorsport. Du kannst die Stadt auch auf Inline-Skates oder einem Skateboard erforschen. Oder du fährst in der Straßenbahn herum. Probierst das auf jeden Fall mal aus. Und jetzt zum Kawaii Stempel, Stempel, Stempelsprint. Als erste Aktivität, um das Stadtresort kennenzulernen, empfehle ich Motorradfest. Der Kawaii-Rundkurs nimmt Anmeldungen entgegen. Viel Spaß! Gibt's das in echt? Kann man da wirklich Urlaub machen? Ich hoffe. Wo, So, guck mal. haben wir noch Kostüme? Nee. Nee, ich hab doch. Wir haben doch irgendwie. Ach, keine Ahnung. Oh Gott, Jet Set Radio Flashbacks. Das ist nicht gut, weil Jet Set Radio kacke schwer ist. Juhu. Ich bin Skate. Jetzt hab ich Schnauze geflogen. Wie hast du das gemacht? Gar nicht, dass es geht. Nein, wieder. Whee! Geil. Hey, du hast das Skateboard, Es ja. lag rum. Nee, glaube ich dir nicht. Besser als Tony Hawk? Hallo. Ich will mal einen Grinder anlegen. Ja, dann Leute, wir fangen wieder an mit einem Minispiel pro Folge und danach schaffen wir es irgendwann mal mehr. Nur Inline-Skate. Wo ist das Skateboard? Manual? Oh, schade. Also, soll ich Tony Hawk-Steuerung anwenden erstmal? Das funktioniert leider nicht. Kann ich auch grinden? Wie grindet man? Rausspringen. Okay. Ja, regular grind. Wow! Da will ich hoch. Moment. Manual? Schade. Ja, da fängt schon mal gut an. Ansonsten, wir wissen, es gibt auf jeden Fall Bungee-Sprungpunkte, 7 Schätze zu Wow. finden und ja, Fotos zu schießen. Nice. Diese Musik, die hier läuft. Ja, ich habe ein Foto gefunden. Nette Aussicht. Ich habe diese tolle neue Kamera gekauft. Jetzt weiß ich nicht, wo was ich fotografieren soll. Hey, tolles Timing. Ich fotografiere dich. Uns. Euch. Es wird Zeit, dass wir Leon finden. Wieder. Oder Hitler. Wir haben dich Hitler erstellt, Wir haben verdammt. nämlich gar keine Mies erstellt. Du fliegst. Ah, ihr konntet zum Glück den Hund direkt wieder im Menü auswählen, also. Das stimmt, den konnten wir auswählen. Bei der, ja, Charakterwahl halt. Haben wir dann entsprechend nur direkt gemacht. Könnte aber auch mal wieder neuen. Wäre übrigens das heutige Geschenk, die tägliche Belohnung, das war so ein Weihnachtsoutfit. Winteroutfit. Schön geworden, nicht wahr? Kannst du bei Gelegenheit nochmal ablichten lassen? Nee. Jetzt bin ich gespannt auf die Show, die ist wahrscheinlich auch sowieso genauso. Oh Mann. Ich bin die Halfpipe. Warum bist du so langsam? Muss ich doch spammen, damit ich schneller werde? Komische Steuerung. I guess. Passend zum Skaten machen wir jetzt Skate-Tricks. Bleh.
Au, das ging in die Hose, aber keine Panik. Man wird besser, wenn man die Grenzen, wenn man in die Grenze geht, diese Herausforderung stellt. Und eines Tages verlässt man die Stadt und reist als Profi-Skater um die ganze Welt. Davon träume ich zumindest. Und darum trainiere ich ständig. Moment mal, wenn du mich ansprichst, wirst du sicherlich auch Profi-Skaterin werden. Toll, dann lass uns mal loslegen. Halt, fast hätte ich vergessen. Ich brauche jemanden, der von hier aus anfeuert, Leo. Ihr braucht jemanden. Ja, die Steuerung kennen wir. Wo findet das in der Tony Hawk Timeline statt? Ganz am Anfang. Oder 1000 oder 10.000 Jahre in der Zukunft. Die Origin-Steuerung. Ja, aber ja, die Steuerung kennen wir ja mittlerweile. Skate-Tricks. Skatepark-Superstar. Huh? I guess. Das ist auch wirklich ein Minispiel, ja, kein, ja. Also haben wir noch ein bisschen was geskippt jetzt, okay. Ach, keine Ahnung. Und du gleich mein Fahrzeug nicht wechseln? Na egal. Ja. Boah! Schnell, steig gut auf! Lip-Trick? Ich würde gerne einen Grind machen, tatsächlich mal. Mhm, same. Komm ab, machen wir halt. Ja, Mann, 5 Punkte Grind. 50-50 Grind. Kann ich da jetzt noch irgendwas noch machen? Nee. Ja, ich glaube, es gab sogar Balance gerade. Oder so. Sturm ist halt sehr bewöhnungsbedürftig. Aber darüber haben wir ja schon mal gesprochen. Kann ja nicht alles Tony Hawk sein. Oh, 360 hier flippt. Frontside. Ich bin hingeflogen. Oh, tot. Weiter, mehr Punkte als du. Frech. Geschafft. Und damit auch irgendwie Bonuspunkte, dass die dann am Ende dazu gerechnet werden. Mhm. Aber ja, ich denke mal, es hat trotzdem 10 Punkte. Ja, war interessant. Was Inliner an, warum? Ja, weil ich mit denen noch gestartet bin halt. Ich kriege mal Inliner mehr Punkte. Keiner hat ein Häkchen bekommen von uns, ja. Geil. Komisch. Je mehr Punkte du bei Herausforderungen verdienst, desto höher steigt dein Spielerlevel. Ja. Und desto mehr Schlüssel bekommt man. Nehmen wir auf, wir nehmen auf. Willkommen zurück. Gibt's was Cooleres als Tricks mit Inline-Skates und Skateboard? Wenn du wieder Lust hast, komm her. Unglaublich, ein neuer Rekord. Einfach so mittendrin. Noch 9 bis du 20 hast. Hab ich erreicht bis 20. Hoffentlich. Gibt's dann Credits? Ich hoffe nicht. Ja, ist das Play vorbei. Da kann man regulär? Regular-Stellung. Das ist wichtig. Mehr Thema, eine Aktivität abgeschlossen. Für. Oh, kann man Wallclimbs machen? Oder Wallrise? Kannst du ja mal hier so ein bisschen umschauen. Quasi. War quasi ein Wallride gerade. So ein bisschen strukturiert. Ich guck mal den mittleren Kreis an. So, das ist aber schon mal gut. Man kann ja auch hier in die Luft gehen, tatsächlich. In die Luft gehen. Ja, wir wollen uns auch so ein bisschen hier umschauen. Und das auch gut grinden. Oh, Balance. Scheiße, auf die Gesetze. Oh, fuck. Mann, nein! Oh, Alter. Also, denke mal, wenn man so ein paar Whale-Parcours hat, abschließt, bekommt man vielleicht noch eine Schatztruhe potenziell. Würde ich mir einfach mal vermuten. Oh, man kann essen. Oh, Base-Jumpen. Hier gibt's viel. Hier gibt's viel. Hi, essen. Essen. Krasse Aktivität auf jeden Fall. Wow! War schon Spam, okay. Oh, da war Pac-Man, ich hab ihn gefunden.
Guck mal. Ah, cool. Alter, das ist ein geiler Sound. Pac-Man 90, eine Stunde in. Könnt euch. Oder auch nicht. Bungee-Schwung, hey. Da hast du deine Antwort. Was sagt der vom Wasser umgebenden Albatross-Resort? Okay, wir rüber, mach dich bereit. Okay, Leo, du verpiss dich. Ach, Leo, ich mag Leo. Er lässt sich auf die Steuer, wir müssen ihn halt hochziehen. Mhm. Aber hier konnte ich mal schauen. Also, das ist jetzt. Schaffe die Bungee-Liste, okay. Also, das ist nur eine einzige Aufgabe, halt, die Bungee-Liste schaffen. Ja, gut, ich werde, glaube ich, das hinbekommen, weil wir schon im ersten Level nicht alle gemacht haben. Jede Menge zahllose Skater, okay. Einfach auf Dach springen. Schon gruselig. Ziel 20 Meter. Okay, das ist das Ziel. Und. Oh Gott, du hast auf jeden Fall. Oh mein Gott, aua! What the fuck? Ich hab's aber geschafft. Aua! Hast du irgendwas gebrochen? Also, wenn ich jetzt nicht volle Punkte habe, weiß ich auch nicht. Ja, nein? Einmal so leicht mit dem Kopf so. Aufgebobbt. Ach, guck mal, wir haben anscheinend im ersten Level einen übersehen, so wie es scheint. Ja. Vielleicht, wie gesagt. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir danach halt einfach auch nochmal so ein bisschen halt durch die Orte halt gehen und einfach nochmal ein bisschen gucken. Weil ich hab halt schon Bock. Aber wir meinen doch über das Häkchen. 9 Meter. Ja. Wer die Häkchen haben, bekommt für die 20 Meter. So. Mhm. Beenden. Beenden. Mhm. Ja. Are you sure about that? Freunde. Ja, wird Zeit, dass wir Leon finden. Jesus. Jesus. Willkommen zurück. Wie war der Sprung? Ja. Leon und vor allem Leon. Der wird so unglaublich. Ja, so ein leichtes Fehlbasistor. Leo hat auch Angst bekommen. Fehlbasisbruch heißt es. Davon getragen, so. Aber sonst passt das eigentlich. Wie steuert man nochmal so mit Y? Ja, ich muss immer wieder überlegen, wo man nochmal springt. Ja, ich will auch so ein bisschen wert, so ein bisschen das strukturiertes Areal hier abschauen. Linker Grab, linker Grab. Aber ich denke auch schon, dass sie dann wirklich am Ende sagen, okay, wir gehen jetzt nochmal in die Levels zurück und dümpeln nochmal ein bisschen rum und machen halt Sachen, die wir noch nicht gemacht haben. Dass wir mit Leuten reden, ist ja egal, also ganz ehrlich. Also ein schönes Spiel. Ich verstehe, warum Niklas das mag. Bin beim Runterfallen runtergefallen. Also. Ich war auf dem Board, hab mich den Boden genähert und irgendwo in der Luft plötzlich flopp tot. Oh, my knee. Enkel. Ja. Oh, hat eine Katze gefunden. Ne mit? Wie steigen wir nochmal ab? Y. Nicht mit R1 und R1. X. Mit Dreieck. Wir stehen dafür. Das ist richtig. Also fotografiert, das mitnehmen. Ist aber nur Katze oder eine Katze? Katze. Es gibt verschiedene Katzen. Nicht hier. Hallo? Hab ich da? Ich glaube, da kann ich einen Monster-Start machen. So ein Spam, ja, muss man, ne? Sollen wir das Foto machen oder hast du bessere Dinge zu tun? Da hinten ist ein Schatz. Okay. Hey, ich hab einen Hund gefunden. Sieht genauso aus. Oh, abbremsen! Guck mal. Ja, ich will gerne direkt Schatzung. Ach, das ist unser Hund. Das ist unser Hund. Ja, die kann man auf der Straße machen. Das können wir eigentlich nochmal gleich machen. Wir können gleich ein Foto machen und dann auf der Straße machen. Vorhin aber erstmal den Schatz hier mitnehmen. Und dann willst du kurz drüber springen noch. Also, ja. Ich fahr schon mit. Warte kurz oder so. Ja, komm, öffne mal. Party-Outfit. Nett. Jetzt kann ich eine Clownsnase tragen. Stimmt. Ey, wo ist mein Skateboard? Ich würde gerne diesen Monsterstand machen. Ja, da können wir gleich ein schönes Foto machen und dann fahren wir in der Straßenbahn. Dann ist die Folge auch schon fast vorbei. So, ich fahre schon mit der Straßenbahn. Das ist illegal, das ist ohne Tickets.
ich fahr quasi schwarz. Wie sehen die Leute da überhaupt aus, ey? Oh Gott. Wie low poly die sind. Na gut. Oder? Ich bin jetzt auch. Ja. Hey, das bin ich. Naja, fast so, ne? Wobei, ne, ich hab ja einen Schöpfer gehabt. Hä? Hab ich jetzt noch andere Hand? Ah, ne, ich hab schon zwei Schöpfe. Okay, die andere Schöpfe, so gut, ne? Oh, ist Leo jetzt eigentlich bei dir? Richtiger Verräter. Mal sehen. Ich hab meine Frisur geklaut, na, geht so. Ich find ihre Frisur eigentlich schöner sogar. Ich schau ihre Frisur. Ist deine Mutter. Found all keepsakes and received grandpa's thanks for the spoiler. Stimmt, in dem ersten Leben sollten wir irgendwas finden, ne? Hm. Das fühle ich. Ey! Wie jetzt? Nicht speichern auf der Konsole, hallo? Das ist auf dem YouTube-Kanal gespeichert, hoffentlich. Würde ich ausdrucken und meinen Bilderrahmen hängen. In groß. Bis zum nächsten Mal, Schätzchen. Alter, ich kann so eine Bildercollage machen, wo ich so das erste Thumbnail jedes Let's Plays von mir so ausdrucke und dann so an der Wand. Das ist Selbstbeweihräucherung. 300 Bilder. Ja. Oh. Ganz entspannt. Oh, da oben ist ein Schatz oder war er gerade da oben? Ach, keine Ahnung. Was ist das? Vermutlich. Ich weiß nicht. Hundeexperte. Ich kann nicht mehr grinden. Ja, man kann nur bei den Sachen mal darf. Hm. Und da haben wir bessere Riesen, als Menschen. Ah, okay, Hunde können bessere Riesen. Hunde retten mit ihren Fähigkeiten leben. Katastrophenhunde orten mit ihrem Geruch sind Menschen, die eingeschlossen sind. Hunde sind schon erstaunliche Tiere. Ich habe immer ein paar interessante Dinge auf ihrer Lage. Komm mal vorbei. Okay, danke schön. Jetzt einfach nur was über Hunde. Julis Tierwelt gefällt das. Spannend, ne? Ja. Such mal ein paar Schätze, ich fahre hier so ein bisschen. Das ist es. Versuche die Steuerung noch zu verinnerlichen und. Oh. Oder einen Bungee-Sprung oder so. 1-Million-Punkte-Kombo zu schaffen, aber ich glaube, das ist nicht möglich. 10-Million-Punkte-Kombo, aber da gibt es ja diesen Park, den Wolverus nicht mag. 1080, easy. Ohne Mondphysik. Oh, hast du es gesehen? Ja, wir sind ja gerade auch so ein bisschen parallel dabei, Tony Hawk's Underground auf krank durchzuspielen. Und ja, es ist auf jeden Fall krank. Und wir haben uns dann irgendwann dafür entschieden, also Leon hat mich dazu genötigt, dass wir die Stats mit Cheats holen. Aber nur die Stats tatsächlich. Er wollte eigentlich, dass soweit auch alle. Da oben ist ein Foto. Dass wir soweit auch irgendwie alle Missionen machen, da gibt es ein paar richtig arschige und naja, ein bisschen uncool. Ich glaube, da oben ist ein. Dingsbums. Ein Dingsbums. Eine Truhe. Ein Bumsdings. Ja, ich würde auch gerne da hoch, aber ich weiß nicht, was cool. Hab ich weiß nicht. Jetzt einmal absteigen? Ja. Ja, ist ein bisschen. Oh, ist ein Brief. Ein Brief? Hast du gerade gesehen, da wenn du jetzt mal nach hinten rumdrehst, also wir versuchen den Spaß da. Da hinten, links. Da. Was soll man das so bedeuten? Oder die kannst du Leon holen. Ja. Das ist tatsächlich, das steht da tatsächlich. Bin ich da? Ist das wirklich? Ja, ich hab ja. Geil. Ich kann doch von hier. Post auf Rädern. Einen Moment, ob ich nun im Restaurant auf der Piste bin oder als Paketbote Post auf Rädern ausliefere. Ich komme einfach nie zum Verschnaufen. Hi, du da. Du siehst mir jetzt bereit aus, oh Gott. Hast du ein Ohr für die Bitte einer Dame? Ich muss etliche Pakete ausliefern, bin aber die einzige Post auf Rädern-Botin hier. Ich schaffe es bestimmt nicht rechtzeitig. Wärst du so nett, mir zu helfen? Wie bitte? Du willst mir helfen? Herrje, jetzt mache ich Umstände. Trotzdem vielen Dank. Leo, ich bräuchte Hilfe beim Sortieren der Pakete. Was? Der leckt die Briefmarken ab, oder? Ja, das ist auch so ein Minispiel quasi, wo gibt es auch verschiedene Runden. Eine Aktivität, die kennen wir. Okay. Eine Aktivität, mein Fuß juckt übrigens. Sollen wir vielleicht gucken, wie es geht, ne? Einfach fahren. Ja, es ist halt die Steuerung einfach. Also wir müssen halt Briefe ausliefern und wir bewegen uns halt auf unseren Fahrzeugen. Ist okay. Gut. Ich glaub dir. Ja. Du hast keine Wahl. Okay. Nur fair. Skateboard ist eine Lebenseinstellung. Ich würde gerne auf diesen Rummelplatz gehen. Das ist wie Lego und Playmobil. So ist Skateboard und Inline-Skates oder so. Okay. Keine Ahnung. Mit dem einen kann man Lego besser spielen, mit dem anderen kann man besser bauen. Ich würde niemals Lego kaufen.
Außer vor 2 Wochen. Fucking Lego-Blume. Ja, ich dachte mir so, ich wollte mal mehr Pflanzen haben und ich hatte Bock auf Lego, kann man doch gut kombinieren. Ich glaube, ich weiß übrigens, also ich bin jetzt übrigens auf der Seite von Held der Steine. Bei dem Set fehlten einfach 2 Teile. Kannst trotzdem bauen, aber war schon dumm. Achso, warte mal, wir müssen ja Sachen tun, ne? Was müssen wir machen? Wir hätten noch eine Regel angucken sollen, aber ich dachte halt, wird halt markiert, wenn wir werden müssen. Das dachte ich auch. Wir haben auch nur 2 Minuten Zeit. Kann nicht hängen sein. Nee. Und die Olle sortiert halt mit Lego-Pakete. Das ist auch markiert und wir sind auch ganz weit weg. Ja, wir müssen suchen. Tja. Nee, ist auch nicht. Tja. Das ist jetzt irgendwie komisch. Nehmen wir Pakete an. Nein, okay. Kommst du übrigens zu mir? Oh ja, schön. Da war ein Herz, da würde ich zu blöden. Nee, die flirten einfach enorm. Was soll das denn? Was soll das denn? Ich kann sogar hochgrinden, eine Lupe. Regeln. Bring die Lieferung innerhalb des Zeitlimits zu ihren Kunden. Ja. Irgendwo chillt so eine Person rum mit einem Symbol. Im Kopf. Wahrscheinlich sogar mehrere, ne? Welche Farbe bin ich eigentlich? Was bist du? Ja, ich bin rot. So, schon verkackt. Wow, Alter, Leo. Ja, wir haben ja keine Ahnung, ne? Ich würde einfach sagen, wir brechen das ab und vergessen, dass es jemals existiert hat. Das halte ich für eine hervorragende Idee. Ich habe wieder rumzulaufen, das bringt das auch nichts, weil wir auch die ganzen Geheimnisse nicht finden können. Also, ja, ne? War gerade so gut schon am Trick machen. Gut, Leute, wir haben ein reguläres Minispiel geschafft. Geil! Ich kann nicht steuern. Also ja, danke schön fürs Zuschauen und bis morgen. Bis morgen.